Heute gab es mal wieder ein Päckchen und dieses Mal ist es von Feuerland. Hier stecken jede Menge Feuerland-Neuheiten drin und da schauen wir gemeinsam jetzt rein. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen ja zu diesem Unboxing. Das mache ich ja tatsächlich in letzter Zeit richtig gerne, wenn Verlagspost kommt bzw. Päckchen kommt, dann packe ich die besonders gerne mit euch einfach vor der Kamera aus. Und ich finde es besonders toll, wenn ich nach zwei Tagen ja, beruflicher Termine heimkomme und es wartet tatsächlich so ein Päckchen auf mich, dann ist natürlich auch die Vorfreude entsprechend. Und deswegen schaue ich da jetzt schnell rein. Bitte entschuldigt die Lichtverhältnisse. Sollten die heute nicht so gut sein, wie ihr es eigentlich von uns gewohnt seid, dann liegt das einfach auch daran, dass wir aus zeitlichen Gründen das jetzt ein bisschen tatsächlich gestrafft haben. Ich nehme mal kurz den großen Karton runter und das Innenleben auf den Tisch. Feuerland spart definitiv nicht mit Verpackungsmaterial, da ist mehr als genug drin und Box in a Box, dass auch den Spielen nichts passiert. Schauen wir mal, was sich innen drin verbirgt. Ich glaube, ich lege die Schachtel jetzt besser. So, das erhöht nämlich den, wie soll ich sagen, den Spannungsbogen. Wir hätten darin einmal das tiefe Land. Das ist ja schon ein paar Wochen bzw. Monate tatsächlich im Handel auch erhältlich. Jetzt spielt es ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler und hier bauen wir quasi kooperativ am Deich, während allerdings trotzdem jeder Spieler ein bisschen für sich spielt. Klingt total interessant für mich und freue ich mich auch darauf, das spielen zu dürfen. Und dann ein Spiel vom diesjährigen Erfolgsautoren Fuji von Wolfgang Warsch. Und das ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir vor dem Vulkan Fuji versuchen zu entkommen. Und dann das letzte, das große Spiel von Feuerland, Magna Storm. Ja, da haben mich allein schon auf der Messe die Schildkröten tatsächlich total begeistert. Wiegt auch dementsprechend einiges, das Päckchen. Und ich würde sagen, das heben wir uns als letztes auf und wir starten mit Fuji und schauen da jetzt mal gemeinsam rein. Ja, dann machen wir mal die Folie ab. Wieder ein Wolfgang Warsch, wieder kooperativ. Und es handelt sich dabei um ein Würfelspiel mit Sichtschirmen, denn wir würfeln ja jeder für sich. Ich denke, das wird farblich schon mal kein Problem sein, wenn man eine entsprechende Schwäche hat. Okay, wir haben hier 3x8 Würfel, ich hoffe, das sind alle, ein paar Discs, ein paar Tüten, ein paar Token, hier diese Leiste, wo ich jetzt nicht genau weiß, was es damit auf sich hat. Hier die Vulkanplättchen bzw. die Blättchen, über die wir laufen. Jetzt muss ich mal kurz in die Anleitung hier schauen. Sind 24 Würfel die richtige Anzahl oder fehlt da ein Würfel? 24 Würfel, wunderbar. Und so sähe das Ganze dann aus, quasi aufgebaut. Da gibt es dann verschiedene Aufbauszenarien. Sehr großzügig geschrieben schon mal die Anleitung. Mit auch immer wieder hier Anmerkungen daneben und Beispielen. Sieht sehr, sehr übersichtlich aus. Und wie sich das Ganze spielt, da freue ich mich natürlich drauf, das in Kürze auszuprobieren. Ja, auf der Tagung haben wir tatsächlich abends auch das ein oder andere Spiel gespielt. Wäre dieses Päckchen noch vorher eingetroffen, dann hätte ich definitiv Fuji mitgenommen. Was ich alles gespielt habe und was ich sonst noch außerhalb meiner Geschäftsreisen gespielt habe, das seht ihr dann voraussichtlich innerhalb der nächsten Woche in einem aufgetischt. Ah, das ist natürlich wieder, das lässt natürlich das Eurogamer-Herz höher schlagen. Jede Menge Schafe, Wellen, Deichplättchen, Weiden. Man könnte bei diesem Spiel tatsächlich so ein bisschen den Eindruck
bekommen, dass Uwe Rosenberg da mitgeholfen hat. Und es sind jede Menge, oh, das sind Stanzbögen noch und nöcher. Ein Wertungsblock. Dann haben wir hier, das zeige ich jetzt einfach mal ein bisschen, den zentralen Spielplan, wo wir hier dann natürlich auch entsprechend unseren Deich versuchen aufzubauen. Ich bin sehr gespannt drauf. Hier sind die Inseln von Friesland zwischen Holstein und Oldenburg. Sehr interessant. Cool. Gefällt mir. Schön aufgemacht. Dann hier die Spielerpläne. Die halten sehr gut zusammen. Ah, das ist ein langes Punchboard. Die nehme ich jetzt tatsächlich kurz raus. Das sind die Pläne für die Spieler. Das ist jetzt natürlich lustig hier, wenn die alle so hintereinander hängen. Muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. So. So viel dazu. Hier haben wir nochmal ein paar. Oh, noch ein paar Punchboards mit jeder Menge Material. Ich sage ja, das lässt das Eurogamer-Herz höher schlagen. Eine Anleitung, das Spiel ist bis 4 Personen. Nochmal hier eine genaue Übersicht. Hier ist schon der Text ein bisschen kleiner verglichen mit Fuji. Aber wir sind hier natürlich auch in einer ganz anderen Komplexitätsklasse unterwegs. Fuji hier auch deutlich zu sehen im Blue Label von Feuerland erschienen. Das heißt, dieses Spiel ist nicht ganz so komplex, ist auch nicht ganz so voll wie tatsächlich das Tiefe Land. Was mir hier gut gefällt ist, man hat tatsächlich die Größe gleich behalten. Das heißt, die kann man gut ins Regal stapeln oder auch nebeneinander einfach ins Regal stellen. Und jetzt das Spiel, wo ich die ganze Zeit heiß drauf bin wie Frittenfett, Magna Storm. Das sieht einfach toll aus. Das sieht vielversprechend aus. Und eigentlich mag ich Weltraumthematiken nicht. Ja? Das ist eigentlich gar nicht meins. Und das sind Anleitungen. Meine Güte. Dann hier jede Menge Tableaus. Das scheinen die Tableaus für die Spieler zu sein. Zumindest wenn man es den Farben entnehmen kann. Kann man so den Farben entnehmen. Ein weiterer Plan. Den Spielplan werde ich gleich zeigen. Nochmal ein großer Plan. Wir haben hier einen Stoffbeutel. Auch das natürlich wieder cool. Jede Menge Karten. Jede Menge Holzfigürchen, Steinchen, Klötzchen. Und dann haben wir hier natürlich das obligatorische Plastikmaterial, die Schildkröten. Die muss ich einfach in die Kamera halten, ja. Da führt kein Weg dran vorbei. So sehen die dann aus. Finde ich absolut toll. Ja, das zu den Schildkröten. Das Ganze gibt es in 4 Farben. Ich weiß jetzt nicht, wie es von der Farbgestaltung aussieht. Ob das problemlos möglich ist, ob dieses Lila und dieses Rosa geeignete Farben sind. Aber das werde ich herausfinden und euch berichten. So, ich muss die jetzt doch hier reinpacken. Ja, sieht so aus. Ich liebe ja Spiele, wo ich hinterher nicht weiß, wie ich die eigentlich reinkriegen soll. Das hat immer so was lustig-chaotisches. So, und jetzt den Spielplan noch. Der schön. Mit 2 Spielseiten sehe ich gerade. Das ist die für 4 Spieler. Und das ist dann die wohl für 3 und 2. Jawohl. Das ist wieder so ein Spielkategorie. Das braucht Platz auf dem Tisch. Oder braucht einen zweiten Tisch. Schön, dass man das hier so gut unterbringen kann. Und oh, gut, dass da noch 2 Punchboards drin sind. Es ist bis 4 Spieler, hat man vielleicht der Regel schon entnehmen können. Und schauen wir einfach hier auch mal rein. Wieder sehr gut bebildert, wie wir es eigentlich auch nicht anders von Feuerland gewohnt sind. Und ich bin sehr gespannt drauf, also sehr gespannt gerade auf Magna Storm.
Natürlich auch gespannt auf Fuji, wie sich das dann als Familienspiel schlägt. Und auch gespannt auf das tiefe Land. Und wir hoffen, wir können euch dazu tatsächlich schon in Kürze was zeigen. Ich denke, das Erste, was wir von den Spielen angehen werden, ist Fuji. Und dann hoffentlich relativ schnell danach auch schon Magnastorm. Ja, das war's von unserem Unboxing der Feuerland-Neuheiten 2018, zumindest einen Teil davon. Wir haben das Päckchen aufgemacht, wir haben in die Spiele reingeschaut. Wenn ihr da besondere Fragen habt, Bilder sehen wollt etc., scheut euch nicht, schreibt es uns in die Kommentare, darüber freuen wir uns natürlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben, so müsstet ihr richtig sehen. Und lasst auch sehr gerne ein Abo da und dann sehen wir uns spätestens, hoffe ich doch, wenn ich eine dieser Neuheiten auf dem Tisch habe und euch vorstelle. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen, macht's gut und ciao!